hasse diesen Teil meiner Haare. Hallo Schönheiten, der Sommer ist noch nicht ganz vorbei, aber ich habe die ersten Herbstkollektionen im Douglas entdeckt und ich muss sagen, einiges begeistert mich, anderes reißt mich förmlich mit sich und noch anderes finde ich irgendwie nicht so relevant, aber ich habe bei Chanel ein bisschen zugeschlagen und ich dachte mir, ich zeige euch die Sachen vielleicht, weil ich etwas für mich ganz Besonderes gefunden habe und zwar eine Farbe, die ich das neue Schwarz nennen würde. Und warum ist das so wichtig, ist wahrscheinlich die Frage. Ich liebe Schwarz, ich finde Schwarz passt zu allem und ich finde aber, dass Schwarz gleichzeitig manchmal so ein bisschen platt aussehen kann und mittlerweile irgendwie immer weniger mysteriös. So bin ich natürlich nicht an die Sache rangegangen, denn das Ganze habe ich mir erst überlegt, als ich diesen Nagellack gesehen habe. Und zwar ist das die Farbe Vertigo von Chanel 563 Le Vernis. Und ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Das ist er, das ist das neue Schwarz und ich habe euch den mal aufgetragen. Ich finde ihn wunderschön. Ich finde, das ist so eine unfassbar schöne dunkelgraue Farbe mit so einem ganz kleinen Einschlag in Violett. Aber auch nur ganz, ganz zart. Und es ist richtig so ein schönes, wunderbares, mysteriöses Dunkelgrau. Und ich habe euch den mal vergleichsweise aufgetragen, zusammen mit Essie, ihr habt mir gesagt, wie man ihn ausspricht, Licorice, Lakritz auf Englisch. Und ich finde, man kann einen deutlichen Unterschied erkennen. Es kommt aber aufs Licht an. Also ich bin euch nicht böse, wenn ihr sagt, dass ihr keinen Unterschied erkennen könnt. Es ist aber schon, man sieht es schon, gerade im direkten Vergleich. Ich weiß nicht, ob ihr es auf die Entfernung vielleicht auch schon erkennen könnt. Aber ich finde, die beiden sehen schon anders aus. Und im direkten Vergleich muss ich sagen, dass Vertigo irgendwie, ich weiß nicht, schöner aussieht. Vielleicht zu meiner Gemütslage besser passt, vielleicht interessanter ist, weil er gerade neu ist. Er ist bestimmt dupbar. Ich sage nicht, dass es diesen Nagellack irgendwie nur bei Chanel gibt. Aber ich finde, Chanel hat schon die Tendenz, neue Farben auf den Markt zu bringen, die schon ziemlich toll sind. Man denke an Graphite oder an, guckt mein Ohr jetzt immer so blöd raus? Mein Ohr guckt immer total blöd raus, wenn ich zur Seite gucke. Paradoxal war auch immer gut dabei mitzumischen. Und Black Pearl. Also ich finde, das Haus hat schon die Tendenz, Nagellacke zu bieten, die doch etwas anders sind und immer wieder besonders sind. Sprießen ja auch immer wie Pilze aus dem Boden, die ganzen Dupes. Und ich glaube, dass Vertigo auch so ein Kandidat ist. Ich finde ihn wundervoll. Und den wollte ich euch mal ans Herz legen. Schaut ihn euch an. Und wenn ihr euch das nicht leisten könnt oder wollt, weil Chanel-Lacke haben den Ruf, nicht immer perfekte Qualität zu haben, das kann ich bestätigen, es gibt ein paar schwarze Schafe, die man vielleicht irgendwie an sich vorbeiziehen lassen sollte. Aber ich fand, also ich kann euch noch nichts zu der Haltbarkeit sagen, ich habe ihn jetzt erst lackiert. Aber er ließ sich problemlos auftragen und deshalb schaut vielleicht mal nach einem Dupe. Essie hat sehr viele Nagellacke, Catrice hat viele Nagellacke, Essence hat viele Nagellacke. Vielleicht einfach mal jetzt der Anstoß für euch, mal ein ganz, ganz dunkelgrau auszuprobieren. Und auch ohne Schimmer oder so, also ich bin gerade nahezu begeistert von dieser Farbe und ich überlege schon, mit welcher Kleidung ich sie kombinieren kann für den Herbst. Und das ist so für mich, ehrlich gesagt, die Farbe, die jetzt irgendwie den Herbst so einläutet. Und der Herbst ist und bleibt meine Lieblingsjahreszeit. So, was Chanel dann ebenfalls im Angebot hatte, war 599 Frenzy. Der Lack, dem wahrscheinlich alle wieder hinterhergerannt sind. Ich glaube, das war der, der auf den Modenschauen so ganz heiß begehrt war und den auch die Models getragen haben. Und das ist eine Farbe, die finde ich nicht ganz so einfach zu tragen. Vor allem, ich habe sie gestern lackiert und ich muss ehrlich sagen, sie hat in manchem Licht schon so ein bisschen was Wasserleichenartiges. So. Aber ich glaube, mit dem richtigen Outfit kombiniert, ist das eine sehr, sehr schöne Nuance. Auf dem Blog haben viele Leute geschrieben, dass es solche Lacke als Nude Nuance... Dieses Wort scheint sehr problematisch zu sein. Dass es diesen Lack schon länger gibt und dass die Idee, in Nude Grau mit einzuarbeiten und einen leichten Fliederton, was der hier ja ist, dass das nichts Neues ist und nichts Spektakuläres. Und ich habe aber versucht, in der Drogerie einen Dupe zu finden und ich habe mir alle möglichen Nagellackfarben auch vom P2 angeguckt und es kommt keiner so richtig an diese Farbe dran. Es hängt auch sehr vom Licht ab, wie sie aussieht. Manchmal mehr Flieder, manchmal mehr Beige, manchmal mehr Grau. Ich würde sagen, das hier ist eine interessante Farbe und ich bin auch froh, sie gekauft zu haben und ich werde auch meinen Spaß daran haben, zu gucken, wie ich das hier kombinieren kann.
Aber es ist jetzt nicht unbedingt, finde ich, ein Must-Have. Also wenn ihr zum Beispiel nur investieren wollen würdet in einen von den beiden Lacken, dann würde ich euch ehrlich gesagt eher Vertigo ans Herz legen. Meine Haare sehen so bescheuert aus mit dieser Frisur, das geht gar nicht. Oh mein Gott. Hier total platt, hier irgendeine Wulst. Man weiß überhaupt nicht, was das eigentlich soll. Ich wollte ja eigentlich einen Hut aufsetzen, aber Anaungu hat gesagt, wenn man erkennt, dass ich in einem geschlossenen Raum bin, dann darf man das nicht, weil das unhöflich ist. Das wäre ja übrigens gewesen. Ich finde, das sieht wesentlich attraktiver aus als, als ohne Hut. Also, falls es für euch in Ordnung ist, werden wir einfach die Zeit zurückdrehen und ich drehe das Video nochmal mit Hut. Der ist ganz hübsch, oder? Der ist von H&M und steinalt. Den hat meine Mama mir damals noch gekauft. Kleines Rotkäppchen. Falls ihr noch mehr Make-up, vielleicht auch in Action sehen wollt, habe ich für euch mal hier ein Tutorial rausgesucht. Das ist der Guru-Alltagslook sozusagen. Auch mit einem Chanel-Produkt, falls ihr neugierig geworden seid, mit einem Creme-Lidschatten von Chanel, um genau zu sein. Und falls ihr vielleicht noch einen anderen Haul sehen wollt, dann habe ich auch noch meinen neuesten Haul und zwar aus dem DM, da ich im DM niemals die Finger von den Produkten lassen kann. Also fast, Entschuldigung, also falls euch das interessiert, dann klickt einfach wie immer auf den Bildschirm oder schaut in die Infobox.